Hallo und herzlich willkommen auf der schönen Seite der Dunkelheit. Willkommen zu einem eher ungewöhnlichen Format auf meinem Kanal, auf dem es ja sonst Let's Plays zu sehen gibt. Ja, am 15. März ist ja der neue Tomb Raider-Film in die Kinos gekommen. Und ich als quasi Tomb Raider-Fan der ersten Stunde, die ja mit 6 oder 7 ihr erstes Tomb Raider-Spiel gespielt hat, habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, mir den Film anzuschauen. Und ich möchte dieses Video dazu nutzen, um euch so meine Eindrücke diesbezüglich mitzuteilen. Dazu möchte ich anfangs möglichst neutral über den Film sprechen, damit auch diejenigen unter euch, die noch nie irgendwas mit Tomb Raider zu tun hatten, einen Eindruck vom Film bekommen. Danach möchte ich tatsächlich meine Meinung als praktisch Fan kundtun, bevor ich dann in den Spoiler-Bereich übergehe. In dem Film Tomb Raider geht es um die junge Lara Croft, die trotz des Todes ihrer Mutter und des Verschwinden ihres Vaters versucht, ein normales Leben zu führen. Als sie das Erbe ihres Vaters antreten soll, wozu mitunter ein riesiges Unternehmen gehört, gelangt sie in den Besitz eines Schlüssels, welcher sie zu einem geheimen Raum auf dem Anwesen ihrer Familie führt. In diesem geheimen Raum findet sie eine Videobotschaft ihres Vaters, wodurch sie im Grunde bemerkt, dass ihr Vater ein Doppelleben geführt hat. Er war also nicht nur Geschäftsführer seines Unternehmens, sondern als Archäologe auch besessen von der Sonnenkönigin Himiko, die angeblich mit einer Handbewegung über Leben und Tod herrschen konnte und die Königin über Yamatai war. Außerdem findet Lara in dem geheimen Raum einen Zettel, aus dem hervorgeht, dass ihr Vater von Hongkong aus ein Schiff mit dem Namen Endurance nach Yamatai genommen hat. Also reist sie nach Hongkong, findet dort das Schiff und dessen Kapitän Lu Ran, der sie aber zunächst weigert, sie zu fahren, da, naja, das Meer um die Insel herum zu stürmisch und damit zu gefährlich ist. Allerdings lässt sie sich dann am Ende dennoch davon überzeugen, sie nach Yamatai zu fahren. Es stellt sich jedoch heraus, dass er recht hatte. Das Schiff erleidet Schiffbruch und Lara strandet zu ihrem Glück auf der Insel Yamatai, wo sie jedoch eher weniger zu ihrem Glück auf Pater Mathias trifft, der zur Organisation Trinity gehört, die die Geheimnisse von Himiko für ihre Zwecke nutzen wollen. Und ich muss, glaube ich, nicht erwähnen, dass diese nicht unbedingt gute Absichten haben. Also entschließt sich Lara Mathias davon abzuhalten, Himikos Ruhestätte zu finden. Und muss sich dabei nicht nur mit bewaffneten Soldaten anlegen, sondern auch mit den Tücken der Insel. Denn so ein Leben im Dschungel ist nun mal kein Ponyhof. Erst recht nicht, wenn man vom Psychopathen gejagt wird. Bei der Ausarbeitung der Charaktere geht der Film leider weit auseinander. Die beiden Figuren, auf die wohl der Hauptfokus gesetzt wurde, Lara und Richard Croft, sind beide wirklich gut ausgearbeitet. Sie handeln nachvollziehbar, sind tiefgründig und gehen im Laufe des Films eine merkliche Wandlung durch. Gerade Alicia Vikander, die junge Lara Croft spielt, bietet eine schauspielerische Topleistung. Ich habe ihr auf jeden Fall die junge, taffe, energische, wenn auch manchmal sehr unbeholfene Frau wirklich abgenommen. Auch wenn ich denke, dass ihr da das Drehbuch nicht so viel zugestanden hat, wie sie eigentlich hätte leisten können. Auch Dominic West als Richard Croft macht seine Arbeit wirklich gut. Ich glaube ihm, dass er der liebende, fürsorgliche Familienvater ist, der alles für Lara tun würde. Und auch seine Beweggründe sind nachvollziehbar. Er möchte einfach seiner Frau wieder nahe sein und möchte seine Tochter schützen und tut deswegen auch mitunter verrückte Dinge. Bei der Rolle des Lu Ran bin ich tatsächlich etwas zwiegespalten. Zum einen merkt man, dass ich bemüht wurde, dem Charakter Tiefe zu verleihen, zum anderen sind seine Handlungen aber nicht immer ganz nachvollziehbar. Also er riskiert sehr oft seinen Hals für Lara und das, obwohl er sie noch nicht wirklich lange kennt. Und ja, sie im Grunde auch schuld ist, dass sie auf Yamatai überhaupt gestrandet sind, denn er wollte ja eigentlich dort gar nicht hinfahren. Leider eher negativ überrascht, aufgrund der weniger guten Ausarbeitung des Charakters bin ich von der Rolle des Mathias Vogel, der ja eigentlich den Haupt Bösewicht spielen soll, aber eher plump wirkt und oft nicht nachvollziehbar handelt. Er ist der typische Klischee-Bösewicht mit mehr Muckis als Verstand, auch wenn man den Eindruck gewinnt, dass das ursprünglich nicht so geplant war. Am Szenenbild ist nichts groß auszusetzen. Die Dschungelkulissen sind wunderschön und mir persönlich hat am meisten die Schiffbruchszene gefallen. Alles in allem wurde wohl darauf geachtet, alles möglichst realistisch darzustellen und umzusetzen.
Die Filmmusik wurde vom niederländischen Musikproduzenten Tom Holgenborg, oder auch besser bekannt unter seinem Künstlernamen Chunky XL, komponiert und ist unfassbar gut. Und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so eine gute Filmmusik gehört habe. Die ruhigen Szenen sind perfekt untermalt und die Action-Szenen hervorragend ergänzt. Kommen wir nun zu einem Teil, wo ich mein Wissen als Tomb Raider-Fan mit einfließen lasse. Wirklich gut gefallen hat mir, dass man die Spiele in dem Film auch wiedererkennt. Zumindest die der neuen Generation, also 2013 und Rise of the Tomb Raider. Die Story wurde entweder direkt aus den Teilen übernommen oder in umgewandelter Form. Der Film ist also eine Mischung aus beiden Teilen. Auch gefallen haben mir die Details, wie zum Beispiel, dass bekannte Elemente wie das Krabbeln durch Flugzeugwracks oder auch der Kletterhaken verwendet wurden. Und Rätsel haben wieder mehr Bedeutung bekommen, was mich persönlich sehr freut. Zudem gibt es unsere heißgeliebten Stachelfallen aus dem Boden. Und ich habe mich da tatsächlich einfach nur gefragt, warum nicht mehr davon? Bitte im nächsten Teil mehr Fallen und noch mehr Rätsel. Spoilers. Spoilers. So, kommen wir nun zum Spoilerbereich. Und ich hoffe, ich habe hier irgendwo groß und fett eine Spoilerwarnung eingeblendet. Ich möchte mit etwas beginnen, was mir unglaubliche Freude bereitet hat. Weiß gar nicht genau warum. Aber dass Lara mit ihren zwei Pistolen wieder zu sehen war, wirklich Entzücken in mir ausgelöst und ich weiß, wie gesagt, nicht warum. Doch irgendwie schon, weil Lara mit den beiden Pistolen, das ist einfach Kult und im Film hat bis zu der Stelle irgendwas gefehlt. Und als es dann soweit war, habe ich mich einfach nur gefreut, weil ich mir einfach nur dachte, ja, das ist Lara, so wie ich sie kenne und schätze. Und ja, endlich ist sie wieder da. Etwas, das ich tatsächlich weniger schätze und auch nicht wirklich toll fand, war allerdings, wahrscheinlich muss ich mich da früher oder später mit abfinden, dass es in jedem Film wohl drankommt, egal in welchem Genre, das Funkensprühen, und zwar zwischen Lara und Loran. Wo ich mir dachte, muss das sein? Wirklich. Ich bin ja froh, dass es nicht so mega ausgeartet ist. Ich mag es einfach nicht, dass, wenn im Actionfilm dann so ewig lange Geschnulzszenen dran kommen, weil ich mir dann genauso gut einen Liebesfilm anschauen kann. Ich bin noch froher darüber, dass das Ganze dann auch nicht so weit ging, dass die beiden gleich miteinander schlafen mussten. Denn das, was ich noch weniger mag als unnötig lange Geschnulzszenen in einem Actionfilm, oder Sci-Fi-Film oder überhaupt, was kein Liebesfilm ist, sind extrem lange Sex-Szenen. Ich meine, da kann man sich gleich in einem Pornofilm anschauen. Und das ist Tomb Raider nun mal nicht. Auch wenn der aber durchaus sehr attraktiv ist. So, der nächste Punkt, der mich wirklich gestört hat, ist, war, dass viele Charaktere aus den Spielen in wenigen Charakteren im Film tatsächlich zusammengefasst wurden. So hat zum Beispiel Loran, könnte man sagen, die komplette Besatzung der Endurance aus dem Spiel übernommen. Ja, und das bedeutet auch, es gibt keinen Jonah. Und das nehme ich euch wirklich übel. Und das werde ich euch nicht verzeihen, dass es keinen Jonah gibt. Aber nicht nur, dass viele Charaktere tatsächlich in wenigen Charakteren zusammengefasst wurden. Meiner Meinung nach erinnere mich Vater Mathias, der ja eigentlich wirklich ein religiöser Anführer war, mehr an eine Mischung aus Dr. Widman aus Tomb Raider 2013 und Constantine aus Rise of the Tomb Raider. Klar, die beiden Geschichten wurden im Film irgendwie miteinander vermischt, aber dennoch ist Mathias nicht wirklich der Mathias aus Tomb Raider 2013. Und ja, das ist schon schade, weil der Mathias aus dem Spiel hat deutlich mehr geboten. Den konnte ich auch als Gegner und Bösewicht deutlich ernster nehmen als eine Mischung aus Dr. Widman und Constantine. Und wo wir dann gerade schon bei Mathias sind, und ich ja schon sagte, er benimmt sich wirklich nicht unbedingt, er handelt nicht nachvollziehbar. Etwas, was mich einfach wirklich immens dabei gestört hat. Kaum wacht Lara bei ihm im Zelt praktisch auf, nachdem er sie ja erst niedergeschlagen hat und gefangen genommen hat,
Verrät ihr auch schon aus welchem Grund auch immer, dass er ihren Vater getötet hat? Und ich dachte mir, warum erzählst du ihr das gerade? Ich meine, sie hat dich gefunden, sie hat seine Aufzeichnung gefunden. Und du könntest eigentlich davon ausgehen, dass sie eine große Hilfe für dich sein könnte, wenn du ihr nicht verrätst, dass du ihren Vater getötet hast, sondern, naja, so tust, als wärst du sein Freund gewesen oder, ja, sie irgendwie dazu bringst, dir zu helfen. Das hätte eigentlich viel mehr Sinn ergeben, meiner Meinung nach, und hätte für ihn mehr Sinn ergeben. Und ja, das war so einer der größten Punkte, wo ich mir dachte, ich kann dein Verhalten jetzt wirklich nicht nachvollziehen und irgendwie bist du ja schon ein Idiot. Und das ist echt schade, weil der Original-Mephiles hätte diesen Fehler definitiv nicht gemacht. Und wo wir schon gerade bei Charakteren sind, die, naja, vorkommen, nicht vorkommen, anders vorkommen. Auch Anna hat eine Rolle im Film bekommen. Aber anders als im Rise of the Tomb Raider wirkt sie von Anfang an absolut nicht sympathisch. Sondern absolut unsympathisch. Und ich weiß wirklich nicht, warum man das so machen musste. Warum man sie überhaupt schon in diesem Teil, also in diesem Film schon auftauchen lassen musste und nicht vielleicht erst im nächsten. Zudem ist sie auch nicht die Stiefmutter, sondern irgendeine Mitarbeiterin des Richard Croft, den er auch im Grunde schon, also die er im Grunde schon im Verdacht hat, dass sie wirklich mit Trinity zusammenarbeitet. Und ja, irgendwie nimmt das so ein bisschen die Spannung, nicht nur die Spannung, sondern auch, man hat ja anfangs im Spiel Anna tatsächlich sympathisch gefunden. Und es wäre doch eigentlich sehr viel sinnvoller und spannender gewesen, hätte man mit dem Aufklären darüber, wer Anna ist und dass sie für die falsche Seite im Grunde arbeitet, bis zum nächsten Film gewartet. Meinetwegen hätten sie Anna schon auftauchen lassen können. Aber sympathisch als, meinetwegen, ja, wenn sie nur eine Mitarbeiterin sein sollte, aber als sympathische Mitarbeiterin. So wäre der Schock hier im nächsten Teil im Grunde umso schlimmer und härter gewesen für Lara. Und für den Zuschauer, der die Spiele eben nicht kennt. Ja, der nächste Punkt nimmt kein Ende. Laras, naja, ich nenne es mal Persönlichkeitschaos. Und das ist mir wirklich leider sehr, sehr, sehr negativ aufgefallen. Und das war der Punkt, warum ich vorhin meinte, das Drehbuch hat im Grunde der Schauspielerin vielleicht auch nicht unbedingt die Möglichkeit gegeben, all ihr Können zu zeigen. Denn in manchen Situationen war Lara sehr stark wie ein Reh im Scheinwerferlicht, nenne ich es einfach mal. Zum Beispiel, als sie im Zelt von Mephiles aufwacht und bemerkt, dass sie in ihren Rucksack rumgewühlt hat. Sie sitzt nur da und starrt vor sich hin. Oder auch, als er ihr sagt, dass sie den Vater getötet hat. Auch da kommt kaum eine Reaktion von ihr und sie starrt nur ins Leere. Ja, das ist so ein Gegensatz zu dem, was später passiert. Indem sie ihren ersten Mord begeht. Wie ja auch schon im Spiel. Nur im Spiel hat sie den Mann, den sie getötet hat, erschossen. Und naja, im Film ertränkt sie ihn praktisch in einer riesigen Pfütze, indem sie ihren kompletten Körper auf ihn draufschmeißt. Und praktisch mit dem Körpergewicht den Mann unter Wasser drückt. Und im Spiel, als sie ihn erschossen hat, gab es einen richtigen Nervenzusammenbruch. Es war richtig extrem, man hat gespürt, dass das in ihr was ausgelöst hat. Und im Film, wo der Mord tatsächlich noch für mich umso härter war, also jemanden einfach nur zu töten, indem man Abzug an der Pistole drückt, ist nichts im Vergleich zu, man drückt ihn mit dem ganzen Körpergewicht in eine Pfütze, sodass er ertrinkt. Und da war sie vielleicht einen Moment lang geschockt. Und hat dann einfach weitergemacht, ganz normal. Und auch die nachfolgenden Menschen, die sie getötet hat, da hat sie im Grunde gar kein Bedauern mehr gezeigt und ja, war im Grunde absolut kaltblütig. Und das steht, wie gesagt, dann unfassbar im Gegensatz zu dem, wie sie ansonsten war, mitunter. Dieses Reh im Scheinwerferlicht gegenüber kaltblütige Killerin. Ja, das wirkte teilweise sogar ein bisschen, naja, schizophren. Obwohl man das eher nicht unterstellen will, aber es wirkte wirklich so. Das war schon
Nicht unbedingt gut umgesetzt. Kommen wir zu einem der wahrscheinlich, ja, für mich auf jeden Fall störendsten, ja, Punkte im Film, der aber passend zu Ostern ist, die Auferstehung des Richard Croft. Und ich denke mir nur, und ich habe mir dann nur gedacht, warum? Warum musste das sein? Es gibt für mich aber keinen Grund, es gibt für mich keinen Sinn, Laras Vater wieder auferstehen zu lassen. Weil Tomb Raider basiert im Grunde auf dem Tod von Richard Croft und seiner Frau. Weil das in Lara etwas ausgelöst hat. Ja, hat es da auch, aber die Geschichte ist einfach, dass ihr Vater tot ist. Ich weiß, ich bin da vielleicht ein bisschen engstirnig, was das angeht, aber es ergibt für mich halt einfach keinen Sinn, dass sie den wiederbelebt haben. Vor allem war es dann schließlich ja auch abzusehen, dass er wieder sterben muss. Weil ansonsten hätte die Tomb Raider Story einfach komplett zerrissen. Und ja, wie gesagt, es gibt für mich keinen Grund, ausgerechnet Richard Croft wieder zu beleben. Auch wenn Ostern ist. Es hätte im Grunde jede andere Person wäre möglich gewesen, Lara die Dinge zu erklären, die ihr Vater ihr erklärt hat. Wie im Spiel. Da gab es ja im Grunde auch nicht den Vater, der es ihr erklärt hat, die Umstände, die Insel, alles um Himiko herum. Da war es der Freund des Vaters, der ja mit auf der Endurance gereist ist. Es wäre so einfach gewesen, den einzubauen anstatt des Vaters. Hätte sie den einfach mitgenommen auf die Reise. Oder er wäre eben mit dem Vater unterwegs gewesen. Als dritte Person im Grunde, neben Mephias und Richard. Und hätte der überlebt, wäre das sinniger im Sinne des Spiels? Und im Grunde ja. Damit hätte es dem Film einfach nur gut getan. Im Grunde gibt es dadurch auch einige ungelöste Fragen einfach. Dadurch, dass Richard zum Beispiel überlebt hat. Wie konnte zum Beispiel Levers Vater überleben, wenn Mephias ihn doch angeblich erschossen hat? Und Mephias wird ja nicht einfach sagen, ich habe ihn erschossen und dann nicht sicher gegangen sein, irgendwie, dass er auch wirklich gestorben ist. Wie ist er entkommen? Und wieso hat er. Warum hat Mephias das nicht bemerkt? Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, wo ich auch wieder nicht verstehe, warum die Drehbuchautoren sich so entschieden haben. Außer dass sie es vielleicht für das breite Publikum ihr ja, Tomb Raider zugänglicher machen wollten. Aber die Aufklärung des Ganzen, dass Himiko im Grunde keine magischen Fähigkeiten hatte, sondern dass alles eine Krankheit war, ein Virus, der sich über sie ausgebreitet hat. Und dass alles mit rein wissenschaftlichen Dingen belegt werden konnte. Das finde ich einfach und fand ich so unzufriedenstellend. Und auch wirklich traurig, weil Tomb Raider hat einfach immer was mit, ja, Magie auch zu tun gehabt. Seit dem ersten Teil. Und auch jetzt etwas rein Wissenschaftliches zu machen, finde ich, naja, das wird dem Spiel nicht gerecht. Meiner Meinung nach. Ich habe ja auch die ganze Zeit gewartet, als sie in diesem Raum mit diesen 1000 Bediensteten waren, dass sie aufstehen, die Bediensteten, und dann ein großes Kampffinale irgendwie entsteht, aber auch das ist nicht passiert. Es war wirklich ernüchternd. Und wie gesagt, es wird dem Spiel im Grunde nicht gerecht. Um das zusammenzufassen, keiner dieser Gründe, die ich aufgezählt habe, machen den Film wirklich schlecht. Also ich fand den Film wirklich sehr gut. Aber es ist einfach schade, wenn ich sehe, was aus diesem Film hätte noch werden können. Hätte man nicht unbedingt an allen Charakteren eingespart oder versucht, das Ganze dann auf wissenschaftlicher Basis zu erklären. Weil Tomb Raider ist einfach keine. Ich weiß nicht. Tomb Raider hat auch immer einen Fantasy-Aspekt mit dabei gehabt. Und kein reiner Actionfilm. Und ja.
Vielleicht bin ich, wie gesagt, an einigen Punkten dazu engstirnig, aber das ist meine Meinung zum Film. Insgesamt ist es ein super Film. Mit ein paar Änderungen hätte es ein großartiger, genialer Film sein können. Ja, das war meine Review zu Tomb Raider. Meine allererste Review. Wenn sie euch gefallen hat, lasst doch ein Like da und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat, was ich noch besser machen könnte. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja auch dann in einem meiner anderen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.